Heute werden wir ganz einfach anfangen in der Physik, nämlich mit der sogenannten Kinematik, der Bewegungslehre. Ja. Bei der Kinematik stehen die Bewegung von Körpern im Vordergrund. Und zwar gar nicht mal so, was Körper dazu veranlasst, sich zu bewegen, sondern eher die Beschreibung die Beschreibung der Körper im Raum. Das ist sozusagen hier Gegenstand der Kinematik. Ja. So die Kräfte, ihr kennt das ja alles vielleicht aus der Schule, die Kräfte und so weiter, die lassen wir noch ein bisschen außen vor. Die kommen zu einem späteren Zeitpunkt dran. Wir wollen uns hier erst einmal nur mit dem Bewegungsablauf oder wie man das beschreibt, ne, von Körpern beschäftigen. Also dazu, ich muss mal ein schnaues Buch hier nochmal gucken. Also dazu werden wir uns mit folgenden Dingen beschäftigen. Einerseits die sogenannte Translation der Bewegung von Körpern und auf der anderen Seite natürlich, wie bewegt sich ein Körper? Rotation. Translation und Rotation. Oh. Lass mal lieber so. Translation und Rotation. So kann sich quasi im Prinzip ein Körper bewegen oder auch seine Bewegung, wenn es ein bisschen unregelmäßig erfolgt, daraus zusammengesetzt werden. Und heute ist quasi schwerpunktmäßig die Translation mal dran. Die Translation, ja. Also die Translation, ich muss das hier mal machen. Die Translation, ich hab da noch gar nicht gesagt, oder es steckt da gar nicht drin, wie sich ein Körper bewegt, ja. Translation. Das ist eine Translation. Ein cooles Wort, ne? Translation. Das ist nichts anderes wie eine fortschreitende Bewegung. Mehr nicht. Das ist die fortschreitende Bewegung. Aber irgendeine, die man sich so vorstellt. Völlig beliebig, Hauptsache eine fortschreitende Bewegung. Ja. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Bewegungsarten. Was gibt es denn da für Bewegungsarten eigentlich? Wie kann sich ein Körper eigentlich fortschreitend bewegen? Ja, also wie kann das tun? Er kann es tun, zum Beispiel gleichförmig. Er kann es gleichförmig tun. Was bedeutet gleichförmig? Die Geschwindigkeit des Körpers. Geschwindigkeit ist konstant. Ja, also der Körper hat bei einer gleichförmigen Bewegung eine konstante Geschwindigkeit. Die Beschleunigung, die der Körper erfährt, ist null. Also er hat keine Beschleunigung. Bei einer gleichförmigen Bewegung bewegt sich ein Körper mit konstanter Geschwindigkeit und ist nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise beschleunigt. Ja. Dann haben wir neben der gleichförmigen Bewegung eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Was ist das? Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit ändert sich gleichmäßig. Finde diese virtuelle Tafel echt cool, ne? Die Geschwindigkeit ändert sich gleichmäßig. Ja, also er wird gleichmäßig beschleunigt. Die Geschwindigkeit ändert sich gleichmäßig. Also nicht irgendwie ruckartig oder sowas und wirre hin und her, sondern ganz gleichmäßig. Ja, das bedeutet, mit anderen Worten, oder was ist mit der Beschleunigung? Was ist mit der Beschleunigung? Habt ihr einen Tipp? Wie ist die Beschleunigung bei einer Geschwindigkeit eines Körpers, die sich gleichmäßig ändert? Wie ist da die Beschleunigung?
bitte jetzt keine Zahlenwerte. Ja, das ist irgendwie. Ne? Ja, wie ist da die Beschleunigung? Wie ist da die Beschleunigung bei so einem Körper? So, ich stelle sie noch ein bisschen an. So. Was meint ihr? Ist die Beschleunigung dort? Ich glaube, das wird ein bisschen knapp mit dem Platz. Die ist konstant. Die ist konstant. Ein gleichmäßig beschleunigter Körper hat eine konstante Beschleunigung. Kommt ihr genau hin? Bitte. Das ist doch cool. Ja, also wir haben schon mal eine gleichförmige Bewegung, eine gleichförmige Translation. Das ist also eine Bewegung mit einer konstanten Geschwindigkeit. Und wir haben eine gleichmäßig beschleunigte Translation. Das ist eine Bewegung mit konstanter Beschleunigung. Gibt es denn noch was Schlimmeres? Jo, das gibt es noch schlimmer. Und zwar ungleichmäßig. Ungleichmäßig beschleunigt. Oha. Oha, oha. Ich muss was checken. Ist das alles in Ordnung hier? In Ordnung, alles in Ordnung. Ungleichmäßig beschleunigt. Das hört sich jetzt gemein an. Das hört sich schon irgendwie fies an, ja? Also die Geschwindigkeit, die ändert sich ungleichmäßig. Oha. Warum ändert sich die Geschwindigkeit ungleichmäßig? Warum kann das sein? Weil Beschleunigung ist nicht konstant. Ändert sich. Eine sich ändernde Beschleunigung. Eine sich ändernde Beschleunigung. Dann haben wir eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Also das ist der schlimmste Fall quasi, ne, der so eintreten kann. Eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Ist auch am schwierigsten mathematisch zu handeln. Naja gut, wenn man es weiß wie, dann ist es auch ein Problem. Aber es ist etwas komplexer. Jo, okay, da haben wir doch schon was. Da haben wir doch schon was. So, ein bisschen ordnen hier, wunderbar. Jo. Jo, ich denke, das ist schon mal ein Wort, ne? Diese Bewegungsarten gibt es im Prinzip. Die Bewegungsarten der Translation. Gleichförmig, gleichmäßig beschleunigt und ungleichmäßig beschleunigt. Ja. So, okay. Wie kann man das jetzt so aufmalen? Wie kann man das so aufmalen? Da versuche ich mal was. Ja, es gibt jetzt, um jetzt die Bewegung eines Körpers im Raume zu erfassen, gibt es natürlich verschiedene Arten von Grafiken, wie man das machen kann. Ne? Da gibt es zum Beispiel. Moment. Wieso geht das jetzt hier bei mir nicht? Ich möchte eine neue Seite auf neu. Manchmal geht der Umbruch bei mir, manchmal nicht. Dann mache ich das so. Neue Folie, genau. So machen wir es. Und zwar gibt es, wie kann man hier so eine Bewegung eigentlich darstellen? In Kurven natürlich, ne? Und zwar, es gibt die zum Beispiel die sogenannte VT-Kurve. Die Geschwindigkeitszeitkurve sozusagen. Ja.
Und da sieht man quasi, kann man sehr genau sehen, anhand der VT-Kurve, um was für eine Art von Translation es sich handelt. Zeit hat das Zeichen klein t. Ja? Das ist also eine Geschwindigkeitszeitkurve. Diese Kurve stellt einem den Verlauf der Geschwindigkeit eines Körpers über die Zeit dar. Wie verändert sich quasi oder wie verhält sich die Geschwindigkeit im Laufe der Zeit? Ja? Und wir betrachten jetzt mal, ja, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das ist die eine Grafik, die wir haben, ja. Und die andere Grafik, die wir haben, ich kopiere das hier mal. Das ist die Wegzeitkurve. Also die ST-Kurve. S ist das zurückgelegte Weg, T ist Zeit. Oder kann man sagen auch ST. Ja, ihr nennt das vielleicht anders. Man kann dazu auch nicht gucken, man braucht dazu nicht gucken, auch Diagramm geht auch. Da steht die zurückgelegte Strecke, wie sich das verhält. Klein s und hier auch wieder, kann ich kopieren, klein t. Schwupp. Also wie quasi die zurückgelegte Strecke sich im Laufe der Zeit verhält. So kann man quasi die be verschiedenen Bewegungsarten, die be verschiedenen Bewegungsarten schon mal darstellen. Ja. Und jetzt können wir uns mal genau mal die Bewegungsarten mal anschauen, die wir eben genannt haben. Ja. Und zwar gehe ich mal hier rein und ziehe das ein bisschen nach unten, damit ich hier einen schönen. Na, habe ich das? Ne, haben wir nicht rausgekriegt. So, ja, schon besser. Das ziehe ich mal noch ein bisschen weiter nach unten. So, ja, genau so. Ja. Und ja, das Ding quasi. Wie sehen jetzt diese Diagramme aus, wenn wir den ersten Fall betrachten, den wir oben angesprochen haben, den wir so schön blumig formuliert haben? Die gleichförmige Bewegung. Wie sehen da diese komischen Diagramme aus? Ja, die gleichförmige Bewegung, da scrollen wir nach oben. Ja, gleichförmige Bewegung war hier. Geschwindigkeit ist konstant, Beschleunigung 0. Okay, jo. Ja, ups, mein Mond. Wir müssen, glaube ich, die Grafik noch um eine Grafik erweitern, damit es noch cooler aussieht. Wir haben nämlich hier noch eine Sache. Einmal, eigentlich müsste ich hier noch eine Grafik malen. Warte, ich mach's mal ein bisschen kleiner. Vielleicht passt das hier auf. Ich werde gleich sehen, was ich hier vorhabe. Es fehlt eigentlich noch, um das jetzt komplett zu machen, das Duo oder das Triplett sozusagen, eine physikalische Größe, die wir auch noch darstellen müssen. Die Beschleunigung. Ah. Das Beschleunigungszeitdiagramm AT-Kurve. Beschleunigungszeitkurve. Das fehlt uns doch noch hier. Wir haben hier bei der Kinematik also drei Größen, um die wir uns ständig hier drehen, richtig raufen werden. Das ist die Beschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit. Das ist die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit. Und natürlich auch die zurückgelegte Wegstrecke in Abhängigkeit von der Zeit. So, das mache ich mal geschickt nochmal hier so. So eine virtuelle Tafel, das ist echt cool. Stellt euch mal vor, ich hätte das alles wieder wegwischen müssen auf einer normalen Tafel. Das wäre das Grauen gewesen. Hier einfach nur Copy-Paste, ne? Das ist digitale Schule von heute, ne? Jo, okay. AT, VT und ST-Kurve. Ich mache lieber mal ein feines. Wenn wir schon mal beim kleinen V sind, dann bleiben wir mal beim kleinen V so. Geschwindigkeitszeitkurve. So, einen kleinen Tippfehler gehabt. So, jetzt geht es schon besser. Ja, okay. Ja, gleichförmige Bewegung. Ja, was ist denn das? Ja, gleichförmige Bewegung. Da müssen wir nochmal schummeln. Ja, wir gehen am besten nochmal hier oben rauf. Ja, gleichförmige Bewegung. So. In die erste Folie und schummeln da nochmal. Was steht denn da in der gleichförmigen Bewegung? Da steht drin, ne? Gleichförmig. Bewegungsart gleichförmig. Der hier steht gleichförmig. Gleichmäßig beschleunigt. Und ungleichmäßig beschleunigt. Damit man das Ganze mal sehen kann. Ja, okay. Ja, gleichförmig, erster Fall. Geschwindigkeit ist konstant, Beschleunigung gleich
0. Geschwindigkeit konstant, Beschleunigung 0. Beschleunigung 0, das ist cool. Und zwar überall. Andauernd. Andauernd ist also, man kann auch sagen, bei einer gleichförmigen Bewegung ist die Geschwindigkeit andauernd konstant und andauernd ist die Beschleunigung 0, also für alle Zeiten. Das ist schon mal eine Aussage. Das kann man hier direkt in den Graph reinbauen. Jo, machen wir doch mal. Bauen wir eine Linie ein. So. Hier ist jetzt meine Linie der Beschleunigung. Die male ich mal Magentafarben. So, ja, so. Und auch ein bisschen fetter. Zack, bumm. So. So. Das ist meine Beschleunigungskurve. Ja. So, und bei der gleichförmigen Bewegung, ne? Das ist cool. Das kann man an einer Tafel mit Kreide nicht machen. Mit so einem Stift hier, mit so einer Linie so rummalen, ne? Umschieben. Ja, was meint ihr? Wenn das jetzt meine Beschleunigung ist, wie muss ich die jetzt hier reinkriegen in diese Grafik? Beschleunigung ist andauernd 0 bei der gleichförmigen Bewegung. 0. Also so eine Todeslinie. Die Todeslinie befindet sich natürlich direkt auf der T-Achse. Boah, das war's. Ändert sich nichts. Das Ding kriecht auf der Nulllinie drumherum. Ja? Wir können euch ruhig mal sagen, die Null können wir hier mal kennzeichnen. Hier unten ist die Beschleunigung 0. 0. Nichts an Beschleunigung los. Kannst du vergessen. Kannst knicken, da ist nichts an Beschleunigung dran. Gar nichts. Ja, das ist die gleichförmige Bewegung. Okay. Das sieht ja schon mal gut aus. Also für Leute, die sich mit Mathe schwer tun, das ist doch schon mal cool. Ne? 0 ist immer gut. Kann man sich schon mal beruhigt zurücklehnen. Ja, und jetzt kommt bei einer gleichförmigen Bewegung haben wir jetzt also keine Beschleunigung, aber wir haben eine, doch wir haben eine Geschwindigkeit, haben wir ja. Bei einer gleichförmigen Bewegung haben wir eine konstante Geschwindigkeit. Eine konstante Geschwindigkeit, das bedeutet in Bezug auf die Zeit, die ändert sich nicht. Toller Mond, ne? Die ändert sich nicht. Also die Geschwindigkeit ist konstant, sie ändert sich in der Zeit nicht bei einer gleichförmigen Bewegung. Also nehmen wir doch hier mal. Nee, das wollte ich nicht. Nehmen wir die Linie, unsere schicke Linie. Zack. Die. Und sagen mal, ja. Die ist konstant. Die Geschwindigkeit bei einer gleichförmigen Bewegung ist konstant, ändert sich nicht. Aber sie ist nicht null. Ja, vielleicht auch, aber das ist ein toller Spezialfall. Sagen wir mal, die Geschwindigkeit einer gleichförmigen Bewegung soll tatsächlich vorhanden sein. Also wäre das so eine Linie. Konstante Geschwindigkeit. Ja, das ist doch schon mal nett. So gefällt einem ein einfacher Graph, ein einfaches Diagramm, eine konstante Geschwindigkeit. Sehr schön. Gut, und wie sieht denn das eigentlich aus mit der Strecke? Mit der Strecke, die wir dort zurücklegen. Wie malt man jetzt die auf? Wir haben eine konstante Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ändert sich also nicht. Keine Beschleunigung. Ja, und angenommen, wir starten von der Strecke 0. Ja, am Nullpunkt, da starten wir. Bei 0 beginnen wir. Bei der Strecke 0. Ich kann hier auch mal ein paar lustige Einheiten noch hinterschreiben, damit ihr wisst, wie man das quasi die Einheiten von V. Ja, die Einheit von V wird in Meter, zum Beispiel in Meter pro Sekunde gemessen. Oder auch in Kilometer pro Stunde oder wie auch immer. Ne? Das ist die Einheit. Ja, das ist blöde. Ich male das mal nochmal. Die Einheiten müssen wir hier auf jeden Fall nochmal an die Grafiken ranmalen. Ne? So, also eine Einheit zum Beispiel hier. Meter pro Sekunde. So. Das mache ich ein bisschen kleiner mal. Ein bisschen übersichtlichen. Genau, so machen wir das. Aber das sollt ihr natürlich auch noch vernünftig erkennen können. Und fett. So. Das ist, und zwar das auch. Alles fett, bitte. Zack, zack, zack. So. Das sind Meter pro Sekunde. Es gibt auch verschiedene andere Einheiten noch. Da können wir noch gerne mal drauf zu sprechen kommen.
zum Beispiel Kilometer pro Stunde, ja, oder Seemeilen pro Tag oder was weiß ich, also eine Strecke durch eine Zeiteinheit. Hingegen eine Strecke hat natürlich die Einheit einer Länge. Und die Einheit einer Länge ist zum Beispiel ein Meter. Es gibt noch verschiedene andere Längeneinheiten, aber wir nehmen mal das Meter hier. Machen wir hier eckige Klammern rum, das bedeutet also, das soll die Einheit symbolisieren. Die Einheit ist das Meter. So. Jo, das ist das Meter. Kann auch ein Kilometer sein oder ein Zentimeter oder ein Mikrometer oder ein Angström in der Chemie, ne? Wieder alles. Und T, da gibt es auch verschiedene Einheiten. Man hat die freie Auswahl jetzt hier zum Beispiel Sekunden. Ne? Wir machen mal Sekunden, Meter und Sekunden. Gibt auch Stunden, wie gesagt, oder Minuten, Tage, Jahre, Äonen. Ja, das gibt es alles da auch. Ne? Kann man auch eintragen. Ist nichts Falsches. Aber jetzt ist es interessant. Wisst ihr, welche Einheit die Beschleunigung hat? Die fehlt ja hier noch. Oha. Oha, oha. Das ist ja eine ändernde Geschwindigkeit, eine sich ändernde Geschwindigkeit. Das heißt, eine pro Zeit sich ändernde Geschwindigkeit, also eine Meter pro Sekunde, ne? Also ein Meter pro Sekunde, das ist ein pro Sekunde Quadrat. Meter pro Sekunde Quadrat ist die Einheit der Beschleunigung. So, okay, und jetzt gucken wir mal nach. Wie sieht es eigentlich aus? Wie kann man eigentlich die Strecke jetzt berechnen von so einem Diagramm, ja? Die Strecke, die hier zurückgelegt wird, ist hier nichts weiter. Im Prinzip ist die Strecke, kann man sich auch ausrechnen, und die ist nichts weiter wie, ich muss das hier mal schraffieren, dieser Bereich hier, ja. Es ist dieser Bereich. Die Fläche unter der Linie von dem Geschwindigkeitszeitdiagramm. Also das Ding hier unten, ja, da steckt die Strecke drin. Die Fläche, die quasi wir im Wegzeitdiagramm haben, entspricht der zurückgelegten Strecke. Ja, wenn wir quasi jetzt die Zeit bei 0 anfangen lassen, dann haben wir quasi das ist so ein Rechteck, ne? Wenn wir die Zeit jetzt bei 0 anfangen lassen, dann haben wir ein Rechteck der Länge 0. Ja, also 0, logisch. Da beginnen wir, ja. Und die Fläche wird, wenn wir jetzt mit der Zeit immer weitergehen, wird die Fläche konstant immer größer. Ja, also die Fläche steigt, wie das so schön heißt, linear an. Das heißt, die beginnt hier zwar auch bei 0, ja, aber dann steigt die. Ich mache es mal so, damit wir hier auch vernünftig was sehen können. Steigt die zurückgelegte Strecke immer weiter an. Und zwar konstant. Also quasi die Steigung hier, die ist konstant. Das ist quasi der Verlauf bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Kann man das auch ausrechnen? Ja, logisch kann man das ausrechnen. Ich muss bloß gucken, ob sich das hier schon lohnt. Ja, das kann man schon bei einer gleichförmigen Bewegung. Da kann man hier ganz einfach sagen, da kann man hier, wie denn jetzt? Kann man das hier auch ausrechnen? Ja, klar, logisch. Denn bei einer gleichförmigen Bewegung gilt für die Geschwindigkeit v. Folgender Zusammenhang. V ist gleich, das muss ich ein bisschen weiterziehen hier. S durch t. Strecke durch Zeit. Das ist die ganz normale gleichförmige Bewegung. Die Geschwindigkeit ist gleich Strecke, die zurückgelegte Strecke durch die vergangene Zeit. Durch die in Anspruch genommene Zeit. Das ist quasi hier der formelmäßige Zusammenhang. Die Beschleunigung, die oben steht, die können wir noch getrost in die Tonne treten. Da brauchen wir gar nichts. Sondern bei einer gleichförmigen Bewegung haben wir quasi hier, ja, diesen Zusammenhang hier, V ist gleich S durch T. Mehr nicht. Aber nur bei der gleichförmigen Bewegung. Beschleunigungsfrei.
Das ist der formelmäßige Zusammenhang. Wenn wir das jetzt hier umstellen, dann kann man tatsächlich das Ding hier auch ausrechnen. Das stellen wir einfach nach S um, ne? Und ihr seht, drolligerweise, das multiplizieren wir jetzt mit T. Also mal T das Ganze nehmen. Wenn wir das machen, diese Beziehung hier oben mal T nehmen, dann kriegen wir S gleich V mal Y mal T. Voilà. Und das seht ihr aus der Mathematik vielleicht schon. Habt ihr das, kennt ihr das vielleicht schon? Dass das quasi ja eine die Formel ist für die Gerade. Ja? Die Steigung entspricht dann quasi hier der Geschwindigkeit V. Je größer die Geschwindigkeit V ist, also hier, je größer konstant die Geschwindigkeit V ist, desto steiler ist die Neigung dieser Kurve. Das ist einfach. Dann haben wir quasi hier diese, das ist die sogenannte Geradengleichung. Ne? Ja, das hat Sinn, ne? Das macht Sinn, das macht echt Sinn. Das ist die gleichförmige Bewegung. Also, ja, das ist wirklich Basics. Das ist, ja, sollte man drauf haben. Auch wenn man nicht in Mathe nicht so fit ist, aber das schon. So. Und jetzt machen wir den nächsten schweren Fall. Was haben wir denn hier oben gehabt? Wir haben die gleichmäßig beschleunigte Bewegung jetzt dran. Wie sieht das denn da aus? Bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung, da haben wir schon mal eine sich ändernde Geschwindigkeit. Oh, oh. Ja, ja, ja. Um jetzt hier meine virtuelle Tafel wieder voll auszunutzen, meine Features, meine virtuelle Tafel, kopiere ich den ganzen Krempel eigentlich mal wieder. Mehr mache ich dann nicht. Ja, wir bauen jetzt eine neue Folie. Neue Folie, Zug, so, ja. Und wir kopieren jetzt quasi diesen ganzen Quatsch, den wir hier haben. Kann man das hier rein kopieren? Oh, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. So, und hier steht jetzt drin die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Ja, was ist denn das jetzt? Jetzt wird es interessant. Gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Also in der Zeit wird die Geschwindigkeit gesteigert. Und zwar gleichmäßig. Ja? Hier gleichmäßig beschleunigt. Geschwindigkeit ändert sich gleichmäßig, also linear. Ohne irgendwelche Düse, also sie ändert sich schon mal, aber linear. Beschleunigung ist konstant. Beschleunigung ist konstant, das ist schon mal gut. Beschleunigung ist konstant, das gucken wir uns da mal an. Jetzt wird es interessant. Jetzt, Leute, wird es interessant. Die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Also da ist quasi auch was konstant. Fangen wir mal mit dem an, was ganz konstant ist. Das ist immer ganz simpel, weil da brauchen wir nur eine Linie malen, mehr nicht, ja. Was ist denn bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung konstant? Ja, du gehst jetzt hier um. Diese konstante Linie, wird jetzt hier raufgeschoben. Da ist unsere Beschleunigung. Die ist diesmal im Gegensatz zur anderen Grafik, ist die quasi nach oben verschoben, aber zeitlich eine Totlinie, also konstant. Aber sie ist nicht mehr null. Das ist der Mega-Unterschied zur gleichmäßigen Bewegung. Die Einheit für die Geschwindigkeit war hier natürlich wieder Meter pro Sekunde, zum Beispiel, oder Kilometer pro Stunde, kann man auch machen, ja. Okay. Und wir haben jetzt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Das bedeutet, die Geschwindigkeit ändert sich gleichmäßig. Ändert sich gleichmäßig. So was wir eben bei der Strecke hatten, bei der gleichförmigen Bewegung, das trifft jetzt auf die Geschwindigkeit zu. Also wir nehmen uns quasi diese Formel hier oben. Ja, und tauschen dann kurz was aus. Da gilt auch so ein Zusammenhang, allerdings hier zwischen der Beschleunigung und der Geschwindigkeit. Hier nämlich Beschleunigung a ist v durch t.
Okay, das bedeutet, die Geschwindigkeit hier, und dann machen wir es hier genauso wie bei der, wie bei der vorherigen Grafik auch. Wir haben hier wieder unsere Vereinfachungsformel. Das übertragen wir jetzt allerdings auf die Geschwindigkeit, ja? Weil hier oben ist quasi die obere Grafik, da ist eine konstante Linie ungleich 0, genau wie hier auch gewesen. Und jetzt haben wir hier quasi da unten unsere Vereinfachung gemacht, der Formel da oben, und das machen wir jetzt hier oben auch. Also hier ist quasi wieder a gleich v durch t. Jetzt wieder multiplizieren wir wieder mit t und dann kriegen wir raus, v ist gleich a mal t. Wieder eine geraden Gleichung. Das bedeutet, da brauchen wir nicht lange gucken. Wir gehen quasi den Streckenverlauf von der gleichförmigen Bewegung rein, kopieren uns diese Gerade raus und kopieren die quasi hier in. Jo. Cool. Ja, also hier ist es so, dass wir bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung eine zeitlich konstante Beschleunigung haben. Ständig dieselbe Beschleunigung, aber nicht null, sondern da ist was. Das führt zu einem Anwachsen der Geschwindigkeit. Und auch hier gilt, hier der untere Bereich. Das ist quasi die zurückgelegte Strecke. Hier der untere Bereich. Also die eingeschlossene Fläche ist jetzt auch hier wieder. Ja. Also auch hier nehme ich mal wieder die Fläche ein bisschen sozusagen ohne Farbe, aber mit Mustern, die mit Schraffur. Hier ist wieder unsere Strecke. Ja. Das ist wieder so ein. Ja, das wäre eigentlich, wäre das ein Rechteck, ja. Diese Fläche hier unten, das ist eine Dreiecksfläche, die wir jetzt haben. Und genau, das ist hier S. Genau, das müssen wir hier mitnehmen. Das habe ich von gelöscht. Genau, das ist die Strecke. Das ist die zurückgelegte Strecke S. Zack. Diese Fläche ist die zurückgelegte Strecke S, die wir haben. Ja? Wenn wir von dem Geschwindigkeitszeitdiagramm ausgehen. Das fehlt hier noch. Auch das müssen wir natürlich noch hier mal einbauen. Genau, so. Jo. Das bedeutet, das ist quasi die Strecke. Wir haben hier am Ende der Beschleunigung die Geschwindigkeit V erreicht. Nach t Sekunden sozusagen. Ja. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir jetzt die Strecke hier raus? Und jetzt muss ich mal gucken. Diese Fläche hier, diese Dreiecksfläche, ja, die berechnet man, das ist eigentlich ja die Hälfte der kompletten Fläche hier von V mal T, ne? V ist A mal T, ja. Die gesamte Fläche wäre dann quasi hier A mal T, also T Quadrat, und aber nur die Hälfte davon ist dann quasi hier unsere Dreiecksfläche. Ja, um die Strecke jetzt auszurechnen, kann man das nämlich jetzt hier auch so machen, dass man sagt, die Strecke ist hier V mal T. Und zwar aber nicht ganz, ne? Nicht ganz. Das wäre quasi dann dieses Rechteck. Ja, das wäre, also dann müssten wir sagen, das Rechteck, das wäre das V mal T wäre das Rechteck jetzt hier. V mal T. Aber wir haben nur dieses Dreieck und nicht das Rechteck. Aber das Dreieck ist quasi hier durch einmal halbiert. Das Rechteck ist einmal halbiert, das heißt durch 2. Müssen das durch 2 rechnen. Ja. Und jetzt können wir hier natürlich sagen, A ist gleich V mal T oder V wiederum steht hier oben drin, Geradengleichung, gleich A mal T. Das setzen wir dann natürlich jetzt mal ein. Und wir kriegen S gleich, ja, wenn V A mal T ist und hier steht noch ein T halbe, ja, dann ist die zurückliegende Strecke, wenn wir jetzt die Beschleunigung einsetzen,
und die Geschwindigkeit mal außer Acht lassen, sondern nur mit der Beschleunigung rechnen. Die konstante Beschleunigung a mal t hoch 2. Und zwar 1/2 mal a mal t Quadrat. Das quasi ist die Strecke. Und die Mathe-Freaks unter euch, die wissen wahrscheinlich schon, was das für eine Kurve ist. Das ist jetzt keine Gerade mehr, sondern wir haben hier ein t-Quadrat. Ja? Eine quadratische Funktion. Eine quadratische Funktion, das ist ja cool. Dann haben wir hier tatsächlich eine sogenannte Parabel laufen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die hinkriege. Ja, das war jetzt eine Parabelgleichung. Parabelgleichung. Das ist eine Parabelgleichung für die Strecke. Ein halb a t Quadrat, genau. Die Steilheit der Parabel oder das Ansteigen quasi, der Anstieg der Parabel ist proportional zu a. Ja, oder zur Hälfte von a, besser gesagt, also zur Beschleunigung. Jo. Damit haben wir quasi die gleichmäßig beschleunigte Bewegung hier erschlagen. Hier gibt es den wichtigen Zusammenhang eben. A ist gleich v durch t, beziehungsweise, wenn wir es umstellen, die Geschwindigkeit v ist a mal t, also sie wächst kontinuierlich mit fortschreitender Zeit, und zwar konstant an, hier an einer Linie, an einer konstanten Linie. Und wir haben, um jetzt die Strecke zu berechnen, müssen wir den Flächeninhalt unter dieser Kurve bestimmen. Und das ist ein Dreieck. Und das Dreieck hat die Fläche von v mal t halbe. V mal t, das ist quasi dann das gesamte Rechteck hier. Und davon die Hälfte. Das ist dann v mal t halbe. Und das setzt, und das, wenn wir das v hier einsetzen, quasi das v durch das a und a mit t ersetzen, dann kriegen wir hier v ist gleich 1/2 a mal t Quadrat. Wer das noch nicht so ganz gerafft hat, beziehungsweise hier nochmal gucken, S ist gleich, wenn ich das jetzt einsetze, a mal t, damit ihr euch nicht so wundert, a mal t und dann mal t halbe. Ups. So kommt das zustande. Ja. Das V a mal t wird hier eingesetzt und dann steht hier a mal t und dann nochmal mal t halbe. Das ist nichts weiter wie das halbe hier vorne hingesetzt. A mal t und t mal t ist t Quadrat. Yippie, da ist die Formel. Da haben wir sie doch. Genau, das machen wir nicht fett, sondern das ist sozusagen, das ist das Ergebnis. Ja? Ist das nicht cool? Das ist die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. So, das ist natürlich schon mal etwas komplizierter. Wir haben jetzt hier eine sich ändernde Geschwindigkeit, ja, und zwar aber nur linear. Also die Geschwindigkeit ändert sich gleichmäßig, ja, bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Wir haben eine konstante Beschleunigung und wir haben aber einen parabelförmigen Anstieg der zurückgelegten Strecke, ja, über der Zeit. 1/2 a t Quadrat, wobei a nicht die Geschwindigkeit, sondern die Beschleunigung ist. Die konstante Beschleunigung. A ist konstant in diesem Fall. Jetzt kommt der dritte Fall. Jetzt kommt der Härtefall, besser gesagt. Ja, das ist tatsächlich der Härtefall. Ja. Neue Folie kopieren. Ja, kann man so machen. Das ist halt. Also wir haben hier die gleichförmige Bewegung, die gleichmäßig beschleunigte Bewegung und jetzt haben wir hier den Härtefall, die ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Eieieiei. Also wir haben jetzt hier eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Eieiei. Ja, jetzt haltet euch fest, Leute. Jetzt müssen wir nämlich hier, jetzt haben wir hier keine konstante Beschleunigung mehr. Sondern wir können hier schon was haben wie eine lineare Beschleunigung. Ja.
Das ist klar. Wir können aber auch was total Wirres haben. Wir können auch Beschleunigung haben, die, was weiß ich, oder zum Beispiel, das können wir hier auch haben. So, ne? Sowas zum Beispiel. Und die Linie machen wir auch mal ein bisschen. Oder eine gleichförmig oder so. Und das wäre der einfachste, weil das wäre ein ganz komplizierter Fall hier, diese Linie, die hier hinter ist oder so, ne? Ich ziehe das mal schon mal runter, damit das irgendwie nicht verwechselt wird. Oder sowas hier. Linie, da machen wir auch eine magentafarbene. Eine rote, vielleicht noch fieser. Ja, so zum Beispiel. Das sind so typische ungleichmäßige beschleunigte Bewegungen, wo quasi entweder die Beschleunigung ganz linear ansteigt, also ganz gleichmäßig. Wäre auch schon eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Oder eben so total verrückt sich verhält, ja. Das wäre quasi so eine, das wäre so eine typische AT-Kurve, ne? Wo die Beschleunigung ganz, ganz seltsam ist, ja. Und dann würde natürlich auch die Kurve der Geschwindigkeit sich komplett unterschiedlich verhalten, ja. Also in diesem Fall zum Beispiel würde die, in dem unteren Fall, würde die Kurve der Geschwindigkeit hier so linear, so parabelförmig ansteigen. Manchmal hat man noch Probleme mit virtuellen Tafeln, ich gebe es zu. So zum Beispiel wäre das quasi hier für die Strecke ist aber dann immer noch quasi hier unter zu sehen, ne? Der schraffierte Bereich. Die Strecke können natürlich auch total wirr aussehen. Ganz steil vielleicht oder sowas oder irgendwie so ein Mega-Anstieg. So ganz komisch, ne? Ganz komisch. Hier ist quasi, ja, das wäre quasi das wäre hier nicht eine Beschleunigung, die irgendwie V durch T ist, eine konstante Beschleunigung, sondern die ist irgendwie abhängig von der Zeit. A von T macht man das. Und dann muss man hier nämlich auch richtig in die sogenannte in die Differentialrechnung einsteigen. Dann heißt nämlich die Beschleunigung, die wir hier haben. V gleich. Und jetzt haben wir hier natürlich sowas, wie berechnen wir jetzt hier eine Fläche, ne? Eine Fläche unter dem AT-Diagramm. Das wäre hier ein Integral, ne? Oh, bin ich gerade, glaube ich, das habe ich hier gar nicht. Muss ich lieber anders. A wäre dann hier dv nach dt für Spezialisten. Ne? Die zeitliche Ableitung, ne? A von t wäre dann dv, genau so. Mach hier oben lieber. Gleich dv nach dt. Die zeitliche Ableitung von der Zeit wäre quasi hier die Beschleunigung. Beziehungsweise hier hätten wir dann Integral. Aber da habe ich jetzt momentan kein Sonderzeichen für. Das muss ich vielleicht mal nochmal überarbeiten, wenn ich euch das PDF rausstelle, ja? Und hier auch nochmal. Also das wird dann schon komplizierter. Das ist jetzt hier quasi dann, das schreibe ich hier nochmal runter. Sogenannte Integral- und Differentialrechnung ist hier erforderlich. Wenn ihr das quasi in der Analysis macht, in Mathe, dann könnt ihr hier quasi mit weiterrechnen. Ihr habt eine variable Beschleunigung und dann gibt es hier natürlich Differential- und Integralrechnung. Das soll es aber bisher so gewesen sein, erstmal erforderlich. Ihr müsst quasi Funktionen ableiten und integrieren können, um hier auf die Werte für die Geschwindigkeit und für die zurückliegende Strecke zu kommen. Bei einer ungleichmäßig beschleunigten Bewegung.
Also wir haben quasi, der Beschleunigungsverlauf ist hier völlig anders, ne? Callsign, Grandpa, Hallöchen. Frage, gäbe es da auch eine unilineare Expansionsbeschleunigung? Was ist denn das? Eine unilineare Expansionsbeschleunigung. Ja, das wird nämlich jetzt richtig kompliziert. Aber damit will ich euch jetzt nicht sozusagen belasten, ne? Quälen. Ja, das ist etwas kompliziert. Das ist höhere Mathematik. Wenn man quasi jetzt hier eine ungleichmäßige Beschleunigung hat, dann hat man hier natürlich auch einen krummen sozusagen. Das kann man gut sagen. Hier vielleicht kann man sagen, das gibt hier eine krumme, das ist vielleicht ganz gut ausgedrückt, eine krumme Bewegungskurve, eine krumme Geschwindigkeitskurve. Krumme Geschwindigkeitskurve. Ja. Und wenn wir auf die Strecke gehen, die auf das Wegzeitdiagramm. So. Ein krummes Wegzeitdiagramm, ebenso. Ist das eigentlich so völliger Unfug oder sowas? Okay, sorry, mir gehen die letzten Tage ein paar astrophysikalische Fragen durch den Kopf. Ja, das ist eigentlich, ist das, fragt man sich, braucht man sowas überhaupt? So eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung, das hört sich ja total krank an. Ja, braucht man sowas überhaupt? Es gibt tatsächlich einen Fall oder einen besonderen Fall, der eigentlich euch sehr gut bekannt sein sollte. Einen besonderen Fall für eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Was meint ihr, was das sein könnte? Ganz einfach. Eigenwert, Hallöchen! Herzlich willkommen, Science Camp. Wir sind hier schon ziemlich weit fortgeschritten. Heute ist nämlich das Thema gewesen: Kinematik, Bewegungslehre. Hier, um das auch nochmal quasi abzuschließen. Ja, der Stream ist auch schon gleich vorbei. Wir wollten eigentlich um 2:30 schon Feierabend machen. Ich wollte euch auch nicht so belasten. Allerdings musste ich natürlich jetzt noch ein bisschen mit meiner Textverarbeitung kämpfen. Ja, also Kinematik, Bewegungslehre war heute dran. Also Translation und Rotation, davon heute den Translationsteil, die fortschreitende Bewegung. Das haben wir heute gemacht. Und es gibt folgende Bewegungsarten bei der Translation: die gleichförmige Bewegung, die gleichmäßig beschleunigte Bewegung und die ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Und der einfachste Fall war die gleichförmige Bewegung. Dort haben wir nämlich gar keine Beschleunigung, sondern nur eine konstante Geschwindigkeit. Ja? Und das heißt, die Beschleunigungskurve war eine Nulllinie und die Geschwindigkeitslinie war eine Konstantlinie. Also die ändert sich auch nicht in der Zeit, bloß die hat einen Wert. Ja? Und wie berechnet man nun die zurückgelegte Strecke? Da nimmt man einem für sich nur die Fläche unter der Kurve des VT-Diagramms, das S, was hier schraffiert ist. Das ist ein Rechteck. Ja? Und dieses Rechteck es hat die Seitenlänge T mal V. Ja? Also S ist gleich V mal T. Das kriegt man dann raus. S ist gleich V mal T wiederum, ist aber, wenn man das als in ein Streckenzeitdiagramm einmalt, eine Geradengleichung. Eine einfache Gerade. Genau, Eigenwert, du hast ein Sternfeld, ungleichmäßige Beschleunigung, denn die Gravitationskraft mit Abstand des Gravitations abhängt. Richtig, genau. Das ist eine sehr gute Sache. Genau, der letzte Fall hier. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, Eigenwert, ja. Callsign Grandpa ist schon im Universum unterwegs, im Hubble-Universum, wie das hier aussieht. Cool. Ja, und dann haben wir hier die gleichmäßig beschleunigte Bewegung.
Das ist hier klar. Das ist hier eine konstante Beschleunigung. Und die zurückliegende, nee, die, bei einer konstanten Beschleunigung steigt die Geschwindigkeit linear, also gleichmäßig an. Das ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Das heißt, die Geradengleichung, die wir eben für die Strecke hatten, gilt jetzt hier für die Geschwindigkeit. V ist gleich a mal t, Geradengleichung. Zack, bumm. Ja. Und auch hier ist die Strecke die darunter eingeschlossene, eingeschlossene Fläche. In diesem Fall haben wir es mit einem Dreieck zu tun, mit einem rechtwinkligen Dreieck. Und das rechtwinklige Dreieck hat genau die Hälfte der Fläche von dem entsprechenden Rechteck hier vorne. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt hier das Wegzeitdiagramm aufmalen, dann müssen wir das hier berücksichtigen. Und wir bekommen für die zurückgelegte Strecke eine sogenannte Parabel. Die Form für diese Parabel ist 1 halb a mit der konstanten Beschleunigung t Quadrat. Das heißt, es steigt quasi parabelmäßig an. Das habe ich Ihnen leider nicht so schön hinmalen können. Ja, okay. Das ist quasi eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Das kann man sich hier gut vorstellen. Ein Auto und auch bei Autobahnen konstant Gas draufdrücken und so weiter. Und dann geht es quasi gleichmäßig beschleunigt weiter. Das ist eigentlich relativ häufig der Fall. Das kann man sich quasi so schön darstellen. Aber jetzt kommt der ganze fiese Fall, ja, dass wir nämlich eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung haben. Und hier gilt quasi a von t ist dv nach dt, also eine Differentialform. Und hier kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir quasi die Differential- und Integralrechnung anwenden. Im Prinzip, wenn wir quasi hier, selbst wenn wir hier einen linearen geraden Verlauf der Beschleunigung haben, kriegen wir hier schon eine krumme Geschwindigkeitskurve. Bei einem linearen Verlauf der Beschleunigung eine Parabel, bei irgendwas anderem, was total krumm ist. Ja? Und erst recht noch krummer, krümmer, noch krümmer, ne? Ist das Wegzeitdiagramm hier. Das ist jetzt nur als Beispiel dargestellt. Ja, also wir haben es richtig mit ganz krummen Sachen zu tun. Aber die ungleichmäßige Bewegung ist kein total seltener Fall, sondern hier, wie Eigenwert schon gesagt hat, ja, Bewegung im großräumige Bewegung. Was sie lieber noch mal neue Folie. Ja, ich kopiere das hier nochmal kurz raus. Neue Folie. Beispiele. Beispiele von ungleichmäßig beschleunigter Bewegung. Ja, das ist quasi jetzt, also dass man das auch tatsächlich, das ist quasi die Königsklasse, ne? Die Königsklasse bei der in der Kinematik, die ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Das ist die großräumige Bewegung in Gravitationsfeldern. Ja, ändernde Beschleunigung. Sich Beschleunigung. Ja, das ist quasi ein Fall. Ja, das hat Eigenwert hier reingebracht. Genau, sehr schön. Und wir haben hier noch einen anderen Fall. Rakete. Warum das? Warum hat eine Rakete eine ungleichmäßig, warum bewegt sich eine Rakete ungleichmäßig beschleunigt? Das ist ganz klar. Der Treibstoff, den eine Rakete mit sich führt, der wird ausgestoßen. Dadurch wird die Rakete im Laufe ihres Fluges immer leichter. Und dadurch haben wir einen immer größeren Beschleunigungseffekt. Bei Gravitationsfeldern haben wir natürlich nicht nur so ein schönes, einfaches, können wir nicht nur so ein schönes, einfaches Gravitationsfeld eines Sterns haben. Das ist natürlich auch schon variabel, beziehungsweise die Beschleunigung ist darin variabel, wenn wir uns dort großräumig bewegen. Sondern wir haben natürlich auch schon, wenn wir quasi komplexere Systeme betrachten, die aus mehreren Sternen zusammengesetzt, Sternhaufen oder sowas oder Galaxien oder sowas, ja. Dann haben wir natürlich dort auch schon räumlich ganz andere, von Gravitationsfeldern ganz anderes verursachte Beschleunigungen für unsere Geschwindigkeit unseres Körpers, ganz klar. Ja. Okay, jo, Mann, das wird Zeit.
Ja, das haben wir heute geschafft. Also, jo, ich werde hier nochmal ein paar Ergänzungen einbauen, insbesondere hier auch ein paar Integrale. Objekt, Formel. Okay. Ja, ich glaube, ich muss mich damit mal näher beschäftigen. Ah, ja, da ist was. Ja, da ist was. Oh, cool. Dann mache ich es anders hier. Pass auf, dann gehen wir es hier schon mal von T0 nach T1. Du bist ja gar nicht mit Geld zu bezahlen, ne, die Olli. Vielen Dank. Ich mache das hier gleich nochmal. BT. A von T, DT. So könnte das schon funktionieren. Moment, ich probiere das jetzt mal für meine Sache aus. Ja, das ist schon was. Ach so. Okay. V von T gleich. Machen wir es anders. Jetzt haben wir was, ne? Genau. Ich müsste ein bisschen fetter machen, das Ganze. Du hast echt eine gute Idee, ich muss schon sagen. Aber so klappt es schon mal. Ja, das ist schon mal gar nicht verkehrt. Ja, okay. Mache ich auch noch. Das mache ich alles für euch. Das mache ich alles für euch. Wie wäre es dann damit? T bleibt T. So. Damit ihr euch zufrieden gebt. So. Ich glaube, mit euch kann man richtig coole Sachen ausrechnen hier. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und top und nochmal für die Top-Unterstützung hier von Nerdy Early und auch von den anderen Leuten, die hier alle mitgemacht haben, jetzt noch so kurzfristig hier eingesprungen sind. Vielen Dank. Wenn ihr wollt, wir sehen uns auf jeden Fall. Dieser Stream immer mittwochs, Science Camp geht so weiter. Ist ein kurzer Stream für anderthalb Stunden, dass ich quasi die Aufmerksamkeitsspanne nicht so ein bisschen nicht überstrapaziere. Aber wir sehen uns.